Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Aufgenommen auf dem Fragment zusammen mit dem Paul, dem Lars, dem Tolito, einen wunderschönen. Hallo! Hallo! So, Endspurt hier, würde ich sagen. Sehr, sehr gut. Was haben wir gleich noch zu tun? Paul ist auch schon ziemlich weit. Ich würde sagen, ich bin noch am Walzen. Rein theoretisch könnte jemand meine Seemaschine eben noch gleich wegräumen. Also auffüllen, sauber machen und wegstellen. Ich habe sie ja nur am Hof mal eben schnell zwischengepackt, dass ich mit der Walze aufs Feld komme. Ja. Kommst du mal an den anderen Hof, guckst du das mal an. Alle dir macht. Hast du schon erledigt? Na sicher. Na sehr schön. Sicher. Lieber Hervorgesetzter. Oh, das auch schon einer der Klassiker, ne? Das kommt im Moment wieder auf Freitagabend auf Sport 1, 20.15 Uhr, Primetime. Ist ziemlich witzig. Echt? Hausmeister Krause, ja. Ah! Oh. Fantastisch, also da werden Kindheitserinnerungen gemacht, die habe ich noch. Der hat, das hast du noch geguckt, da war ich noch, weiß nicht, wie alt war ich da? 8 bis 10, das habe ich noch, da war ich im Wohnzimmer gesessen und habe das bei meinen Eltern geguckt, so immer so eine Folge oder sowas. Ja, ne? Ja, ja. Oder mal zwei, wenn es mal Ding war. Das war witzig. Ich habe es nicht mit 8 bis 10 geguckt, okay, ich bin auch ein bisschen älter als Lars, also ein bisschen älter. Bisschen 4 wolltest du sagen. Ah. Wie alt ist Lars nochmal? Baujahr 95. Ja, 6 Jahre älter. Na ja. Aber anders, du musst so sagen, du warst schon in der Schule, da bin ich gerade mal, ne, zur Welt gekommen. Also ist schon was. Ja, du warst noch Sackhüpfer, da bin ich in die Schule gegangen. Hm? Wobei, nee, ich war dann Sackhüpfer, ich bin August, ne? Also du bist in die Schule gekommen, da war ich gerade einen Monat. Ne? Vorsicht. Ja, wenn ich dir jetzt sage, dass ich im September 6 geworden bin und mit 6 eingeschult wurde. Ja, ja, bist du September 95 eingeschult worden und ich August 95 geboren. Nee, er ist 96 wahrscheinlich eingeschult worden, weil danach wurde er dann 7 im September, würde ich sagen, oder? Nee, Bitoleda ist doch ein 89er Baujahr. Ja. Und er ist 6 geworden und dann in die Schule gekommen. Das heißt, ja, er ist 6 geworden und ist dann in die Schule gegangen, aber dadurch, dass er. Ich bin mit 6 eingeschult worden. Er ist nicht mit 5 eingeschult und dann 6 halt, geboren. Bist du 96 deswegen in die Schule gekommen. Sagte ich doch. Ja, ist ja okay. Und wurde dann 7, genau. Ja, ja. Aber ich bin in die Schule gegangen, da hast du doch in die Windel gepupst. So. Ja, definitiv, nicht nur gepupst. So, haben wir noch ein anderes Thema außer Windelpupsen? Wir waren beim Hausmeister Krause. Hausmeister Krause, alles für den Deckel, alles für den Club, unser Leben für. Ja. Oh, gut. Ah, wie hieß denn der Axel nochmal da in der Sendung? Hä? Mensch, der Tommy, der Fatty. Ja, der Fatty. Der Tommy. Wie heißt der denn nochmal? Sonja? Nein, Sonja Kraus. Sonja Kraus, ja. Als Carmen. Ja, das war noch Zeit. Ja, das ist richtig cool, ey. Richtig assi. War von euch schon mal jemand im Hofladen? Nein. Den habe ich mir noch gar nicht angeguckt, muss ich gestehen. Wollt ihr mal gucken? Möchte ich oder sollte man da nicht rein? Nein, das ist witzig, weil da kommt man zum Hof bitte, das ist echt witzig. Weil wo der Hofladen war, war früher noch eine Garage, da stand der Sprinter drin. Ja. Oh, so. Scheiße, ich hab vergessen den Sprinter umzuparken, ne? Wo ist der Hofladen? Oh, warum leckt denn das gerade so? Ist jemand in den Sprinter eingestiegen? Paul steht im Sprinter drin. Oder ist im Sprinter. Er hat gerade bei mir richtig geleckt. So, warte, ich bin jetzt am Bauernhaus. Wo ist der Hofladen? Ja, hier, komm her ran. Rechts, Toledo, rechts. Hier. Guck. Und ich kann auch die Tür nicht öffnen, sondern nur den. Ich hab einen Fehler! Oh Gott, mach zu. Mein Spiel ist broken. Ich guck jetzt immer nach unten.
Liebe Leute, mein Spiel ist... Okay, wir machen Folgendes. Voll unprofessionell. Wir pausieren schnell die Aufnahme. Ich spring vom Server, komm wieder drauf. Bis gleich. Oder wolltest du jetzt alle im Hofladen haben? Ich will alle im Hofladen haben, weil wir sind back in business. Wir müssen mit vereinten Kräften jetzt diesen Sprinter hier rausholen, habe ich gehört. Ey, sag mal, sind die Kisten immer hier unten oder haben wir die mit dem Sprinter mit Sicherheit sind die mit dem Sprinter verdaddelt. Verdaddelt klingt super. So, wir haben auch Eier, Käse, Butter, Milch, ja. Wie Eier, Käse, Butter, Milch, wo steht da? Naja, hier unten im Buch. Also, hoppala, was wir... Wollen wir jetzt auch ausprobieren? Das ist ja geil. Komm, ich komm mit. Haben wir hier noch den Fisch liegen? Licht anschalten. Ui. Warte, wir haben noch... Hat keine... Warte, ich mach mal die Superkraft aus, bevor ich wieder alles durch die Gegend fliegt. Ich will Eier holen. Stopp, weg. Halt, stopp, weg. Na cool, wir haben 24 Liter Salat im Hofladen. Nein! Was ist dabei? Verdammt! Das ist nein. Einfach jetzt nicht laufen. Und hoffen. Ah, es geht mir aus. Ich hab's eilig. Fuck. Warum lässt die Eier dann hier fallen? Mann. Die Eier kaputt. Hey, stopp. Wer hat die Eier? Toledo. Ach, Mann. Jetzt ist unfair. Der Eierlauf, ey. Ich hab verloren. So, man muss auch nur reingehen. Und jetzt steht hier Eier, hier 50 Eier. Liter. Okay. Und hier sind die Eier, hier ist eine Eierpalette. Sollen wir vielleicht mal den Reifen aus den Eiern holen? Ah, da. Ja, ich versuche das mal kurz. Hast du schon das Screenshot gemacht? Ja. Thumbnail haben wir schon. Das ist alles easy. Das heißt, ich muss es nur in den Hofladen reinschmeißen, oder was? Ja. Du musst es nur in den Hofladen reinschmeißen. Eba. Das läuft. Ja, mega. Das ist doch cool. Achso, ich glaube, diese drei Kisten waren noch im Sprinter drin. Das sind die Kisten, die wir haben. Hab ich die jetzt noch oder die wir anders? Nee. Wo ist der Sprinter? Ach, da hinten steht er. Vom Räucherfisch. Vom Räucherfisch, so, genau. Und wann wird das jetzt verkauft? Jede Stunde. Toll, ein Glück ist 21:01. Obla, der ist aber schnell. Also wir können übrigens auch noch Fisch hier stapeln. Wir haben noch Räucherfisch im Sortiment. Also dann räuchert ihr mal. Ich muss noch walzen, damit wir heute Nacht auch noch ins Bett kommen. Kann man einfach hinhalten, oder was? Dann hole ich die andere Kiste. Ja, nein, ich bin mir da noch nicht so sicher, wie das jetzt funktioniert, aber wollte gerade noch nicht so, wie ich das will. Aber ja, kannst du einfach hinhalten, R drücken, Befüllung starten, genau. Hier steht nur Befüllung abbrechen, aber wahrscheinlich... Ja, das ist meine... Bin gleich fertig. Schon 40 Kilo Fisch. 41 Kilo Fisch, wie viele geht denn hier rein? 45, 46, 47. Okay, 50 Kilo gehen hier rein. Na, dann ist auch wieder die Fischräucherei tatsächlich ganz spannend, ne? Das stimmt, ja, wenn man nur so ein bisschen Weg hat. Ja, genau, dann geht das wieder. Ja, kein Fisch mehr da. Ja, haben wir nicht noch... Kann ich denn die Räucherkammer anmachen? Weil da sind ja noch 11 Kilo Fisch drin. Ja, aber die sind nicht geräuchert. Nee, also, ich ja, weiß, du willst anmachen, aber... ja. Räucherofen anschalten. So. So, da sind jetzt Hackschnitzel drin, glaube ich. Und 11 Liter Fisch. Nee, Hackschnitzel waren schon... Ofentür öffnet. Warte mal, jetzt tun wir mal. Ich habe die Ofentür geöffnet. Jetzt vielleicht. Klopp den Sack rein. Ja, Ui, Alter, jetzt, was ist denn hier los?
das normal? Hat er jetzt mehr? Schon? Nee, hat er nicht. Hackschnitzel wird hier nicht angenommen. Oh. Ich hab. Qualmt das bei dir auch so und der Sack ist jetzt halb offen? Ja. Wir haben den anderen Sack reingepackt. Ach, jetzt sind noch 99 Liter Hackschnitzel drin. Räucherofen abschalten. Kann ich auch die Tür irgendwie wieder schließen? Ja, das hab ich gerade gemacht. Die Ofentür? Hier. So. Ja. Oh, hinter uns ist die Tür auch zugegangen. Hallo, wir dürfen nicht beide zurück. Mir ist, hab ich mir auch gerade gedacht. Qualmt jetzt hier oben? Oh, cool, das qualmt sogar dann. Das ist ja geil. Geil, können wir ein Boot kaufen? Hatten wir nicht jetzt Bock. Mal eins? Wir haben mal eins gemietet. Gemietet. Ah. Dann kauf doch eins, geh angeln, lass mich in Ruhe. Ich muss noch walzen. Lars, wie sieht's zu tun, bis wir schlafen können? Lars, wie sieht's aus? Hast du Bock? Klar, hab ich Bock. Dann lass mal in den Hirsch springen. Er steht bei der Imkerei. Mein Windows Defender hat auch keine Bedrohung festgestellt seit dem letzten Mal. Ah, ich kann nicht reinspringen, warte. Aber ich kann auch jetzt so rein, oder? Hoppala, Nee, also nicht reinspringen im Sinne von, Ah ja, so, E war es, nicht R. Soll ich mal rufen oder mal gucken? Ja, tu dir keinen Zwang an. Tu mir nur einen Gefallen, kauf's nicht irgendwie ein Pink oder so. Das. Der überhaupt Fahrmanager? Yeah. Kann der überhaupt kaufen? Weiß ich nicht. Jetzt darf er kaufen. Ja, ich war auch gerade am Seite suchen. Wir machen das passend zum Hirsch. Oh, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich habe das richtige Grün. Bestimmt. Jetzt gehe ich immer zu zweit in diesem Boot dann sitzen kann. Sonst kriegt jeder eins. Ja, Problem ist, müssen wir ja auch. Oh, gefahren. Sieht gut aus, ja. Ja, gefahren wie der letzte Mensch, ey. Oder der erste. Oh, das sieht aber. Ach, die Felgen waren orange, verdammt, nicht schwarz. Ah, die Felgenfarbe hätten wir noch. Warte, ja, genau. Das machen wir noch. Bootsanhänger konfigurieren. Ach nein, die kann ich nicht orange machen. Schade. Hier nicht? Dann machen wir sie chrom. So. Einfach mal abgezogen hier. Geht's. Oh, ja. Die Felgen jetzt 3000 Euro gekostet? Ja, das sind Deluxe-Felgen. Das sind chrom. Mit so einem Anhänger. Ja, warum habe ich denn das Boot nicht mehr? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, warum du das nicht mehr hast. Kann das nicht mal hochheben? Objekt zu. Ach ja, wir haben keinen starken Bauern. Warte. Ist an. So, warte. Oh, geil, wie sich der Propeller hinten vom Boot auch dreht. Fantastisch. Ja, so könnte ich mir das gewöhnen, ne? Hast du gerade angekoppelt? Ja, ich habe gerade ein Kugelzeichen bekommen und dachte, ich versuche mal, was passiert. Dachte, oh, ich könnte das Motorboot festmachen, aber. Oh, fuck. Hallo. Kann ich hupen? Warte mal. Oh, da hat sogar eine Hupe. Oh, shit, ey. Oder starten. Guck mal, ich fahre 33, obwohl es nur 23 kann. Vor allen Dingen röhrt das Ding ordentlich. Uwe, du hast dein Lars vergessen. Ja. Ich muss den mitnehmen. Ich muss noch mal rauskriegen, wie man das Boot vielleicht besser fixiert. Oder ich brauche ein anderes Kfz. Kannst du einfach, drück mal L, vielleicht gibt's Spanngurte. Nee, Spanngurte gibt's nur am Auto. Nur am Hirsch, schade. Ja,
Ja, okay. Und wie mache ich hier auf? Ah. Na. War mit viel Schwung jetzt. Jawohl. hat nicht gereicht. Komisch, warum nur? Aber es hat einen Beifahrersitz. Also vielleicht könntest du dann tatsächlich mit. Ja, ich kann mit. Müssen wir jetzt an so einen Punkt fahren oder können wir hier überall? Nee, du musst an so einen Punkt fahren. Und ich glaube sogar, mich zu erinnern, dass ich diese Punkte noch mit umgeschrieben habe, wie viele Fische da drin sind. Ich hoffe es zumindest. Ich habe es zumindest in einer der XMLs gesehen. Oh, das ist laut, ey. Mhm. Schon ein bisschen. Guck mal, Fischbestand 100%. Aber nur du darfst angeln. Ich sehe keine Tastenkombination, wie ich angeln darf. Ich muss einfach nur Linksklick für Angeln. Angeln starten, R. Ja, kann ich nicht. Und jetzt? Wie das alte WoW-Angeln. Angel auswerfen, wenn der Schwimmer wackelt, Angel wieder reinholen. Ja, nee, ich muss einfach nur R drücken. Ich mache jetzt nichts. Ja, genau. Er kommt automatisch, glaube ich, rein, ne? Ja. Ja. Ich habe schon 8 Kilo Fisch. Ja, perfekt. Gut, 11 übrigens. Ich sehe es auch unten. Liebe Leute, während Lars und ich dann noch eine Runde angeln, sind wir für den Moment erstmal fertig. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Petri Heil.